an. Ja, super. Setze ich mir zu dir. Ja. Hallo Albert. Hallo Ida. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du ein bisschen von deiner Zeit genommen hast, dieses Interview zu machen. Sehr gerne. Für uns. Na klar. Ich will zuerst sagen, ich denke, dass viele Hundesportler herum, Welt, kennt schon die Name RSV 2000. Mhm. Und ich hoffe doch, ja. Ja, genau. Und auch die letzten Jahre vielleicht RSV Global. Mhm. Aber nicht alle kennen Albert Spreu als Vorsitzender für RSV 2000. Ja, das so dafür wäre es sehr nett, dieses Interview zu machen und ein bisschen so behind the scene anschauen, wem du bist und warum du machst, was du machst und was du denkst und so. Mhm. Kannst du bitte uns am ersten erzählen, wann du Vorsitzender geworden ist? Ja, ich bin 2019 Vorsitzender im RSV 2000 geworden. Eigentlich auch ein bisschen, bin ich zu dieser Position gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Unser damaliger Vorsitzender war leider schwer erkrankt und ist dann auch im Amt verstorben. Und eigentlich war es nur meine Idee, kurz zwischenzeitlich bis zur nächsten Wahl das Amt auszuüben. Aber meine Mitglieder fanden, dass ich meine Arbeit wohl ganz anständig gemacht habe und haben mich dann auch ins Amt gewählt 2019. Super. Mhm. Das war eine kluge Beschluss, denke ich. Ich hoffe, ja. Ja. Seit wie lange bist du mit Hundesport und Hunde und wie bist du angefangen? Ja, also ich habe eine Leidenschaft entwickelt für Hunde im Alter ungefähr von 6 Jahren. Ich wollte irgendwie schon immer einen Hund haben und mit 6 Jahren hatte ich dann die Gelegenheit, einen zu bekommen. War gerade die Wendezeit in Deutschland, gerade wo die neuen Bundesländer dazugekommen sind. Und genau, da hat sich auch züchterisch viel verändert. Und da will ich gar nicht genauer darauf eingehen, aber ich habe mit 6 Jahren einen Deutsch-Strata-Welpen bekommen. Und der war gerade erst ein paar Stunden alt und der sollte nicht bei der Mutter bleiben. Es gab damals noch andere Ideen, wie man Hunde hält und Hundezucht betreibt. Und ich habe dann den Hund entgegengenommen, weil er ja sonst kein Leben gehabt hätte und habe den dann großgezogen und so war ich dann schon immer infiziert von Hunden mit sehr viel Trieb. Ja. Und dann gab es eine längere Pause in meinem Leben und erst während meiner Studienzeit konnte ich mir dann wieder die Hundehaltung erlauben und habe dann zuerst mit molossoiden Hunden angefangen. Und okay, dann ab 21, in dem Alter, habe ich dann meine eigenen Hunde bekommen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 39 Jahre alt. 39. Und wohnt hier in Deutschland irgendwo? Ich wohne in Deutschland, ich wohne in Norddeutschland mit meiner Familie, genau, zwischen Hamburg und Flensburg, da so ziemlich in der Mitte. Das ist eine schöne Umgebung, das weiß ich. Warst du auch in Prüfungen, in Schutzhundprüfungen oder IGP? Ja, also ich habe meine Hunde alle versucht auszubilden. Nicht bei allen ist es gelungen, manchmal stand ein bisschen gesundheitliche Dinge dazwischen, aber die letzten Hunde habe ich alle ausgebildet. Ich habe 2013 dann die Rasse gewechselt, bin dann zum deutschen Schäferhund gekommen und habe dann deutsche Schäferhunde ausgebildet und da vornehmlich in IPO und IGP und als es dann die Möglichkeit gab, im RSV 2000 auch Schutzhundprüfung zu machen, habe ich mich dann entschieden, Schutzhundprüfung zu machen. Ja. Ja. Und war es in dieser Wende, dass du Mitglied in RSV 2000 bekommen? Dass du dann, also ich bin Mitglied geworden im RSV 2010 und da war ich damals auf der Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten für meine Hunde in meinem Umfeld. Da gab es gute Ausbilder, aber irgendwie habe ich nicht so das Feeling für die Ausbildung gekriegt und ich wollte einfach besser werden und habe dann Kontakt zu Helmut Reiser gekriegt und auch die Leute um ihn herum. Und habe mich dann entschieden, in den RSV 2000 einzutreten, um einfach da mit dabei zu sein und das Know-how zu kriegen. Ja, Helmut hat ja die RSV 2000 gestartet, ein paar Jahre vorher, oder? Genau, er hat 2007 die Gründung betrieben, vorher also mit ein paar anderen Enthusiasten. Damals waren es schlagartig 7, sodass man einen eigenen Verein gründen konnte. Aber vorher gab es da ja auch schon Bewegungen, etwas besser zu machen in der Hundezucht und in der Hundeausbildung, gerade bei deutschen Schäferhunden. Und in dem alten Verband ging es wohl nicht. Und so hat man dann 2007 den RSV 2000 gegründet. Genau. Super.
Wir sind ja jetzt in Hannover-Schmünden. Mhm. Das ist das Hauptoffice, kann man sagen, für RSV. Genau, das ist unser Vereinssitz. Überhaupt, genau, genau. Vereinssitz. Mhm. Und wir haben unsere jährliche Highlight, das ist die LCC-Woche mit vielen verschiedenen Dingen, wie Education, Ausbildung jeden Tag und viele trainieren und auch interessante Seminar. Gestern hast du ein sehr interessantes Vortrag gehabt über Zucht. Dankeschön, ja. Und was zuerst will ich fragen, was machst du als Beruf? Als Beruf bin ich Berater für Land- und Getreidetechnik. Mhm. Also ich bin gelernter Landwirt und habe danach nochmal den Agraringenieur danach geschoben und bin seit 2011 selbstständig in dem Bereich und plane Getreideanlagen für landwirtschaftliche Betriebe und Hofaussiedlungen. Das ist das, was jetzt relativ neu mit dabei ist. Mhm. Mhm. Interessant. Und ich denke, dass du bist doch eine Züchter natürlich und Helfer, habe ich vergessen zu sagen. Und auch eine, jetzt kann ich nur Judge, Richter, eine Richter ja, bist du genau. auch. Ich denke, wenn du züchtest, vielleicht kannst du deine berufliche Kompetenz benutzen dann. Wie denkst du da? Gestern über diese moderne Denken über Züchten gesprochen. Eigentlich ist es gar kein modernes Denken, es ist eigentlich ein sehr althergebrachtes Denken. Es ist nur so, dass wir über die Jahre ein Stück weit vergessen haben, was züchterisch eigentlich alles möglich ist und wir uns auf eine Zuchtmethode, die natürlich sehr erfolgversprechend ist, verlassen haben und auch uns darauf konzentriert haben. Züchten allgemein von Tieren ist ein Stück weit meine Leidenschaft. Seitdem ich junger Mann bin, habe ich auch verschiedene Tierarten diesbezüglich betreut, vornehmlich Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Das ist unheimlich spannend und natürlich durch die Ausbildung an der Hochschule war es so, dass man natürlich auch in der Tierzuchtlehre relativ viel Input bekommt. Und das Wissen, was ich damals im Speziellen erworben habe, kann ich natürlich im RSV 2000 nutzen und meinen Mitgliedern mit an die Hand geben. Schön. Ich weiß, dass wir gestern auch Gäste gehabt haben. Mhm. Und die waren sehr, sehr so begeistert über deine Theorie. So. Du bringst etwas Neues hinein, glaube ich. Welche Qualitäten siehst du in einem guten Sporthund? Und auch einen Diensthund vielleicht? Ja, also generell geht es ja um den Gebrauchshund an sich. Und ein Gebrauchshund hat natürlich viele Qualitäten, die einen unterscheiden von den anderen Rassen im gesamten Rassenspektrum. Es gibt ja doch einige Gebrauchshundrassen. Und für mich, natürlich weil ich ja auch ein bisschen gelitten habe in dem Bereich, ist zuallererst die Gesundheit das Wichtigste. Also ein Hund muss gesund sein. Gesundheit ist nicht alles, aber es ist halt der Grundstock generell für die Hundearbeit. So, weil alles andere kann man eben vom Tier nicht mehr abverlangen, wenn die Gesundheit nicht stimmt. Genau. Dann ist mir wichtig, dass die Gebrauchshunde dann auch sich Rasse entsprechend verhalten. Da gibt es ja den Standard, den FCI-Standard, wo drin steht, was da verlangt wird. Und für mich gehört es einfach dahin, dass wir Hunde haben mit mittleren Reizschwellen, zumindest bei den deutschen Schäferhunden, Hunde haben mit mittleren Reizschwellen, die wir überall mit hinnehmen können. Dass sie auch Belastbarkeit zeigen, gerade was die Umwelt anbelangt. Genau. Die berühmte Mülltonne an der Straße sollte jetzt keine großartige Belastung sein für einen Hund oder mal eine Rolltreppe oder der Besuch in relativ belebten Gegenden, Orten, Einkaufsstraßen. Das sollte ein Hund nicht beschweren. So, da sollte er relativ entspannt sein. Ja. Das ist das, was wir eigentlich verlangen wollen von den Gebrauchshunden. Aber dann gehört natürlich auch dazu, dass er gewisse Qualitäten haben muss, die ihn unterscheidet. Mhm. Da gehört ein guter Beutetrieb dazu, da gehört natürliche Aggression dazu, aber auch eine Fähigkeit zur Adaptation an den Hundeführer, damit natürlich alles immer in Kontrolle ist und damit das ein nettes Zusammenleben wird. Und wenn die Hunde mit diesen Sachen ausgestattet sind, dann kann ich sie für vielerlei Sachen einsetzen und dann kriege ich einen Multifunktionshund. Ne? Dann kann ich einen Hund haben, den ich an der Herde einsetzen kann, den ich im Sport einsetzen kann, den ich im Dienst einsetzen kann und viele andere Aufgaben. Super. Und welche
Was siehst du in welche wichtige Eigenschaften kannst du in eine Hundeführer sehen? Und jetzt spreche ich nicht über diese Superstars, die auch hier in LCC-Woche sind, also, sondern mehr von mir, eine ganz normale Hundeführer und so in einem mittleren Niveau sind. Also für mich das ist ein harter Sport, ja, manchmal. Man geht zu Hause weinen ein bisschen manchmal. Also aus meiner Sicht ist es so, dass man als Hundesportler einen ziemlich disziplinierten Charakter haben muss. Es gehört sehr viel dazu, jeden Tag tatsächlich mit seinem Hund etwas zu machen, sich um den Hund zu kümmern, regelmäßig die ganz normalen Dinge des Alltags zu bewältigen. Dann natürlich das Training, das Fördern der Mentaleigenschaften, den Hund auch physisch auftrainieren. Ja, genau. Wir verlangen ja doch relativ viel von den Hunden. Und da ist es einfach so, dass man, wenn man einen guten Umgang mit den Hunden pflegt, die Hunde das natürlich über Feedback zurückgeben. Und natürlich die Disziplin, jeden Tag was zu machen, immer konsequent zu sein, auch vor allem mit sich selber, das ist wichtig. Dann führt es dazu, dass in der Hund-Hundeführer-Beziehung etwas entsteht, was einen gewissen Esprit hat, was einen leidenschaftlich auch an dieser Sache nachher kleben lässt. Am Ende ist es sogar ein Lebensstil. Ja, genau. Es ist Lifestyle. Und vielleicht auch realistisches Ziels. Ja, klar. So. Also natürlich GP1 oder Schutzhund 1 kann auch eine sehr große Ding sein für uns. Das kommt dann ja automatisch. Ja. Diese Sachen kommen dann automatisch. Und das sind natürlich Dinge, wenn man erstmal einen Titel erarbeitet hat mit seinem Hund, dann macht das unheimlich viel Spaß. Selbstverständlich ist es so. Aber auch andere Dinge. Es ist natürlich so, wenn ich meinen Hund ausbilde und wenn ich ihm dann gewisse Freiräume geben kann, weil ich einfach weiß, dass er in einem hervorragenden Gehorsam steht, dann wird das ein wunderschönes Zusammenleben. Ja. Und dann muss man den Hund nicht unbedingt titeln, also man muss nicht unbedingt ein Ausbildungskennzeichen drauf machen, aber irgendwann ist es so, dass der Anspruch natürlich groß wird. Da muss man auf seinen eigenen Ehrgeiz auch ein bisschen aufpassen, damit man sich selber nicht enttäuscht. Genau. Also man muss dann auch ein bisschen, ein bisschen die Ziele auch im Auge haben. Ja, genau. Absolut. So absolut. Eine Mischung. Mhm. Trieb, auch Trieb von Hundeführern. Ja, das ist so. Ich kenne dich für manche Jahre jetzt und ich weiß, dass du viel Arbeit hineinsetzt, idealistisch. Mhm. In RSV 2000 und was ist deine Belohnung für das? Und jetzt meine ich nicht, natürlich nicht Geld oder so, aber idealistisch. Was kriegst du davon? Was ist deine... Also am Ende macht das natürlich Spaß zu sehen, wie Dinge entstehen. Das ist das, was da die Befriedigung schafft, auch für die Arbeit, die man da macht. Und das ist... Da ist der RSV bei mir keine Ausnahme in meinem Leben. Ich habe da auch andere Projekte schon gehabt, die ich ein Stück weit aufgebaut habe. Und das macht mir Spaß, dann zu sehen. Ich habe eine eigene Ortsgruppe aufgebaut und ich helfe anderen Ortsgruppen auch, da Infrastrukturen entstehen zu lassen. Zu sehen, wie dann Hundesport belebt ist und vor allem auch wiederbelebt ist. Denn wir sind ja in einem Bereich unterwegs, der allgemein hin schrumpft und bei uns im Verband wächst es hingegen. Und das sind Dinge, die einem große Freude bereiten. Ja, schön. Ja, und das ist ja nicht nur so, dass es in Deutschland ist. Wir haben in Deutschland jedes Jahr den Fakt, dass wir 2 bis 3, manchmal sogar 4 Ortsgruppen, letztes Jahr war da herausragend. Wachsen, ja, letztes Jahr hatten wir 4 top. Ortsgruppen, die dazu gekommen sind. Schön. Dieses Jahr übrigens auch 4. Super. Ne? Die dazu kommen, um dann Infrastruktur aufzubauen. Das macht natürlich riesig Spaß. Ausforderung auch. Das macht Spaß. Und wenn man dann auch sieht, dass dann auch andere Hundesportler den Weg zu uns finden, und nicht nur Hundesportler, auch Hundezüchter finden den Weg zu uns. Und das sind Dinge, das macht natürlich richtig Freude. Ja. Na klar. Ja, genau. Ich weiß, weil ich hier bin, dass wir attrahieren. Wir haben eine interessante und schöne Philosophie und also eine intelligente gedacht im Hintergrund oder wie sagt man? Ja. Und wir attrahieren Top-Hunde für die und berühmte und erkannte Züchter. Was ist drinnen in RSV 2000 für die mehrere, wie sagt man, die mehrere für ordinäre, die Basis. Die ordinäre Hundesportlauf-Club? Also
das mit den, sage ich mal, sehr erfolgreichen Hundeführern, das ist nahezu egal, in welchem Verband die sind. Ne? Das hat mit der Verbandszugehörigkeit nichts zu tun, wie erfolgreich diese Leute sind. Die könnten überall hingehen, ne? Wären überall erfolgreich. Und genau. Bei der Basis ist es so, wir haben mit unserer eigenen Prüfungsordnung etwas geschaffen, dass die Qualität der Hunde viel wesentlicher, viel besser beschreibt. Ja. Und dann auch aus unserer Sicht heraus natürlich deutlich kynologischer ist und den Hundeführern hier auch die Möglichkeit gibt, Prüfungen zu bestehen, auch schneller Erfolg zu haben. Und dadurch haben wir doch viele Leute, die dann die Schutzhundprüfung machen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist generell im Sport, das gilt ja auch ein Stück weit für unsere Hunde. Wenn wir uns um unsere Hunde kümmern, dann haben wir doch in den letzten Jahren gelernt oder in den letzten Jahrzehnten gelernt, wir müssen zum Anfang unsere Hunde belohnen, genau. Ne? Bestätigen, ja, wir müssen genau. Was aufbauen, da muss Freude da wie sein. Bei uns Menschen. Und bei uns Menschen ist das ganz genauso und so sehen wir das auch in der Schutzhundprüfung. Hier ist es nicht nur die Pixelguckerei, genau. Weil vor lauter Pixelguckerei erkennt man meistens den Picasso nicht. Und in unserer Schutzhundprüfung ist es so, dass wir uns das Gesamtbild anschauen, dass wir uns Triebtechnik und Harmonie anschauen, beziehungsweise Koordination, aus dem sich ja dann nachher die Harmonie ergibt. Und das ist das, was das Ergebnis meistens doch etwas besser werden lässt und die Hundesportler dann entsprechend auch bei der Stange hält. Und dann haben wir zusätzlich Dinge geschaffen, denn es ist ja so, man muss ja ganz ehrlich sein, ich will das anders formulieren. Es ist so, nicht jeder kann auf dem Treppchen stehen. Nee, egal wie gut wir Platz. Sind, so groß sind die Treppchen dann doch na, nicht. Genau. Nicht jeder kann auf dem Treppchen stehen, aber, und das ist vielleicht ein etwas anderer Ansatz als in anderen Vereinen, im RSV 2000 kann man auch über kontinuierliche Leistungen entsprechend Titel erarbeiten, weil zum Beispiel im Vergleich das normale Wettkampfsystem in Deutschland ist ein Knockout-System. Ja? Da können immer nur ein paar Leute dran teilnehmen genau. Und sich dann weiter qualifizieren. Und die Basis bleibt dann nicht viel. Wir haben die Möglichkeit, wenn man eine gewisse Qualität an Arbeit auf Prüfungen zeigt, auf Ortsgruppenebene oder auch national und international, dann kann man den nationalen Arbeitschampion-Titel sich erarbeiten über kontinuierliche Leistung und damit eben nochmal etwas schaffen und in ein Ranking hineinkommen, wo man sich dann auch mit den Top-Sportlern vergleichen kann. Ne? Ja. Dann kann man ein bisschen fleißig sein, Ortsgruppenprüfungen machen ja. Und dann auch insgesamt die ganze Struktur beleben. Das darf man nicht vergessen. Das ist ganz häufig so, dass wir das in anderen Vereinen leider so nicht leben können. Genau. Schön. Ich weiß, dass du ambitiös bist und wenn du schaust an RSV 2000, wie siehst du die Verein in ungefähr 10 Jahren? Hast du eine Vision? Ich habe mir natürlich auch Ziele gesetzt. So, das ist bei mir generell so ein Charakterzug, dass ich so mittel- bis langfristige Ziele habe, an denen ich arbeite. Das ist aber auch ganz gut, dann hat man so eine Orientierung im Leben, wo man gerne hin möchte. Und für unseren Verein, den RSV 2000, habe ich mir das Ziel gesetzt, dass ich im Vergleich zu 2020, 2030 doppelt so viele Mitglieder habe im Verband. Super. Das wäre schon mal das erste Ziel. Wir sind auf einem sehr guten Weg diesbezüglich. Ja. Wir sind seit 2019 kontinuierlich gewachsen, immer wieder. Und so haben wir in den letzten 2 Jahren tatsächlich nochmal einen zusätzlichen Schub bekommen über die Zweitrassenbetreuung der belgischen Schäferhunde. Und im letzten Jahr sind wir gewachsen um 15%, was unheimlich stark ist. In diesem Jahr sind wir schon deutlich drüber hinaus und wir werden wahrscheinlich um die 25% Wachstum nochmal hinlegen. Das ist gut und schlecht. Natürlich freue ich mich da sehr drüber. Auf der anderen Seite verlangt das aber auch vom Verband Infrastruktur. Ne? Also ich brauche da Leute, die da mitziehen, die das mitmachen, die regional auch entsprechend dann die Mitglieder betreuen und das funktioniert genau. Sehr gut. Wir haben viele gute junge Leute ja, dabei, wobei man immer sagen muss, was ist eigentlich jung? Im Hundesport ist ja alles jung, was unter 40 Jahren ist in der Hundewelt. Also da haben wir viele gute dabei und super. Da freue ich mich, dass da etwas entsteht und dass die Leute da was im RSV erkennen, was ihnen persönlich Spaß bringt. Ja, super. Hast du etwas
Sonst willst du etwas sagen zu unseren Mitgliedern oder Mitgliedern in Zukunft oder sollen wir? Also die, das ist ja so, in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, dadurch, dass es ein schrumpfender Sektor ist, ich sage mal, in der Hundewelt ist der Gebrauchshundbereich gerade in den westlichen Ländern so, dass der von Jahr zu Jahr kleiner wird. Ja. Ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass wir einfach erkennen, dass wir insgesamt zusammenhalten müssen und dass wir die Verbandspolitik eigentlich ein Stück weit runterschrauben müssen, um da wieder ein Stück weit erfolgreich zu sein in dem Bereich. Das ist das, was mir wichtig ist und vielleicht kann man vielleicht auch etwas mitgeben denjenigen, die heute im Hundesport aktiv sind. Wenn jeder von uns das hinkriegt, dass er einmal in seinem Hundesportleben, was meistens ja 30, 40 Jahre lang ist, wenn wir es einmal im Leben hinkriegen, einen weiteren für den Hundesport zu begeistern, dann bleibt eigentlich unser Kosmos relativ konstant. Zurzeit ist es leider so, dass es nicht der Fall ist, dass wir wenig neue Leute für das begeistern können, was wir hier machen. Und am Ende muss man sagen, ist ja das deutsche Gebrauchshundwesen ein Kulturgut. Und dies gilt es eigentlich zu pflegen, zu wahren und in die Zukunft zu tragen. Und da steht uns leider häufig die Verbandspolitik etwas doch im Wege, die dann doch stark auf die Bremse tritt und uns gar nicht die Möglichkeiten gibt, das zu entwickeln. Und dafür ist ja RSV 2000 natürlich angetreten, dass wir im Gebrauchshundwesen da wieder ein bisschen Schwung reinkriegen. Und es sieht aktuell so aus, als wenn uns das gelingen will. Ja, das ist sehr schön. Dann sage ich vielen Dank, Albert, dass du deine Zeit uns geschenkt hast. Und ich bin Ida Jonsdotter aus Schweden und ich bin beschäftigt mit Medien und Informationen in RSV. Jawohl, überhaupt. Das machst du übrigens sehr gut. Oh, vielen Dank. Das freut mich immer, wenn ich da Leute habe, die von sich aus sehr viel Energie da reinstecken. Das macht ja Spaß. Ja, mache ich. Super, vielen Dank. Ja, Ida, gerne. Los geht's. Ja, geht. Gut. 22 Minuten. Ja, ähnlich wie letztes Mal.